Alles gut, Wallah, ich kann Dienst nicht sauer sein. Ich gönne Rocky, Wallah, ich gönne. Grüß dich auch zurück, René. Er hat gewonnen. Okay, Dennis soll die Strafe sagen. Gihan, danke, JJ Gihan. Der Bruder von Mehmet Messi. Und eine Dennis, sag Frage. mal bitte zwei Bestrafungen. Drei. Drei Bestrafungen, Dennis. Hey Dennis, Okay, nein, 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 das ist alles viel zu einfach. Die Bestrafung, wenn du nein, nein, fragst. nein, du musst sagen, sag. Warte, wer alles bei dem wohnt. Guck mal, was ich für eine Strafe machen muss. Ja, 35 was hat er denn Kilometer. gesagt? Was hat er Nein, denn halt deine gesagt? Fresse, noch hat er gar nichts gesagt. Und ich kann mit ihm Nein, nein, reden. nein, sag. Was hat er in deinen Chat geschrieben? Ding Simba, danke Hast du eine Simba. Strumpfhose? Was soll ich mit einer Strumpfhose? Bist Ja, du dann zieh krank? eine an von deiner Mutter. Hast du keine Mutter? Okay, und dann? Ja, okay. Also, zieh dir eine Strumpfhose schon mal an. Und dann? Das wirst du gleich schön. Dennis, schreib mir. Mach dir keine Sorgen. Drei Strafen. Ich such doch eine aus. Sag doch erstmal Okay, alle drei. Dennis. Dennis, schreib alles hier rein. Du wirst sehen, Alter. Ali, du weißt nicht, auf was du dich eingelassen hast. Jetzt gibt's Krieg. Jetzt gibt es Problem. Rocky-Match. Und Kein Rocky-Strafen. Du Problem. kannst schon mal nach draußen gehen. Darauf kannst du dich einstellen. Ist ja kein Problem. Ja. Ja, bestimmt drin. Okay, sag. Ja, Ich hab ich nicht warte den auf ganzen. Dennis. Wird gefiltert alles. Dennis, mach mir eine Sprachnachricht, ich sag das den Dingens. Okay, ich darf aussuchen, sagt der Dennis. Also, entweder ziehst du von deiner Dennis. Mutter die Klamotten an und läufst bis nach Limburg. Strafe Nummer eins. Ja, ich muss auch nach Frankfurt. Zweite Strafe ist, du ziehst von deiner Mutter die Klamotten an, ja, fährst in ein Bordell, sagst, dass du das schaffen möchtest und bleibst 3 Stunden in dem Puff drin, ja. Dritte Bestrafung ist, du läufst 4 Stunden mit Boxershorts draußen rum. Also, such dir eine Bestrafung aus. Oder Nein! denn Also auch bei mir warte ganz 35 kurz. Kilometer, nein! Such dir jetzt eine Bestrafung aus. Also 4 Stunden zu Fuß. Mit Nicht dein Ernst, Mann. Boxershorts. Ja. Oder du Ja. ziehst von deiner Mutter die Klamotten an und fährst in einen Puff und bleibst 3 Stunden da drin und sagst, du willst da arbeiten. Weißt du, wo hier? Ich kenne mich Es ist mit mir Puff jetzt nicht egal. aus. Ich muss Puff 35 oder so. Kilometer laufen. 35 Okay, gut. Kilometer mit Aber. den Klamotten von meinem Sohn. Halt's Maul, nein. Und es regnet in Strömen und ich zieh's durch. Also, yalla. Du weißt, wie Dennis ist. Yalla. Ey, der Puff ist hier, keine Ahnung, wie weit, Mann. Okay, dann such dir was aus. Du hast 3 Bestrafungen. Du willst, dass Dennis Was hab ich nicht mitspielt? gemacht? Okay, spielen wir. Oder? Bruder, ich mach Oder doch. hör Guck mal, zu. ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Respektierst du eine Sache, Rocky? Ich Dann machst du respektiere. mich nicht in irgendeinem Puff Ich oder so. respektiere gar nichts, wenn wir bei TikTok sind. Oder? Ich habe dir 3 Bestrafungen gegeben. Du kannst dir eine aussuchen. Oder? Ja? Du sagst, Rocky. Ich mache gar keine Bestrafung, gar keine. Dafür darfst du wieder nach Hause gehen und dich normal anziehen. Such dir aus, du entscheidest. Machst du eine von den 3 Bestrafungen oder sagst du, du machst keine? Such dir aus. Du bist der Streamer, yalla. Und ich laufe schon draußen rum. Hier, mein Arsch guckt raus. Yalla, sag jetzt. Ich habe keinen Bock. Ich habe mich sofort entschieden. Ja.
Ich entscheide das nicht. Das wird Dennis entscheiden. Nein, okay, ich habe dir drei Strafen gesagt, ich soll aussuchen, dann such dir jetzt aus. Such dir jetzt aus. Ich habe mich sofort entschieden. Dennis, ich bin hier im Regen. Während du immer noch überlegst. Ich habe sofort mich umgezogen, sofort. Aber, okay, guck mal, Rocky, ich kann nicht, ich schwöre bei Gott. Dennis sagt, eine Stunde ist okay. So, ich darf aussuchen, der hat das in meine Hand gelegt, fertig. Guck mal, Holländer, okay, sonst hat das keinen guck Sinn. Guck mal, Dennis, Rocky, ich mach doch meine Strafe, aber guck mal. Ich kann nicht, als musst du mir in einem, ich kann nicht in diesem. Okay, dann nimm was anderes, dann lauf 4 Stunden mit Boxershorts rum. Dann lauf 4 Stunden mit Boxershorts rum. Dann lauf. Aber dann gib mir anstatt dieses Puff eine andere Strafe. Okay, okay. Du tust dein ganzes Gesicht mit Nutella beschmieren, deinen ganzen Oberkörper, okay, und fährst 3 Stunden lang mit dem Taxi. 3 Stunden mit dem Taxi. 3 Stunden mit dem Taxi. Guck mal, wie ich hier rumlaufe. Hier. Jalla, such dir eine Strafe aus. Such dir eine Strafe aus jetzt. Was denn, Luis? Also warte, entweder muss ich 8 Stunden zu Fuß wie du rumlaufen. Nein, nein, du musst nach Limburg laufen. Nach Limburg, nach Limburg. Okay, ich gehe zu Fuß nach Limburg. Okay. Okay, aber ey, mit Frauenklamotten von deiner Mutter, habe ich gesagt. Halt die Schnitz, nein, du hast gesagt. Von Anfang an gesagt, doch, weil ich von Juju, nein. Du hast. Hab ich gesagt. Du hast gesagt, was? Digga, nein, ich habe gesagt, du siehst von deiner Mutter die Klamotten, dann dribbel ich. Sonst match ich, nein. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich hab dich gesagt. Levin ist bei mir, der weiß es auch. Lass mich doch mal bitte kurz zu Ende reden. Levin hat das mitbekommen. Frag Levin, Levin, geh in seinen Chat, der ist doch bei dir, Modi. Hab ich gesagt mit Frauenklamotten. Levin hat's mitbekommen. Ey, bei mir haben das auch 700 Leute mitbekommen. Guck mal, hör mir noch mal kurz zu. Ich habe gesagt, mit Frauenklamotten nach Limburg laufen. Hör auf meine Mutter, du hast gesagt, entweder du gehst zu Fuß nach Limburg oder du gehst. Strumpfhose. Ich hab doch sogar noch gesagt, hast du eine Strumpfhose? Laber keine Scheiße, Mann. Laber keine Scheiße. Okay, mit Strumpfhose, okay. Strumpfhose, was war das noch? Frauenklamotten von deiner Mutter, irgendwas, zieh was an. Und was war das noch? Strumpfhose von deiner Frau, die Klamotten, zieh dir den Rock an, zieh dir eine Bluse von der an, was weiß ich. Was war noch, warte, sag mal noch mal die Strafen. Du sollst dein ganzen Gesicht mit Nutella einschmieren, deinen ganzen Oberkörper und 3 Stunden mit dem Taxi fahren. Ey, das ist doch nicht möglich, Alter. Ey, doch, Dennis, ich bitte dich, Bruder. Doch, 3 Stunden Taxi, Dennis, bitte, sag mal was. Es ist möglich, das ist nicht möglich. Such dir was aus. Guck mal. 3 Stunden, da zahle ich doch über 1000, 2000 ja, okay, Euro. Okay, dann such dir was anderes aus. Okay, du ey, kannst auch 4 Stunden mit der Boxershorts draußen rumlaufen. Also, guck mal, weißt du was? Ich gehe jetzt nach Hause, weil du dir keine Strafe aussuchst, mache ich meine Strafe nicht. Ganz einfach. Wenn du. Wir drehen schon seit 10 Minuten. Ey. Also zu Fuß mit meiner Mamas Hose nach Limburg. Nein, Strumpfhose sollst du anziehen, keine Hose. Eine Strumpfhose, ein Rock, eine Jacke von deiner Mama und dann geh ab. Eine Strumpfhose. Ey, Junge. Dennis. Ich sag auch nicht Dennis. Dennis, morgen das Frühstück geht auf mich. Bitte lass uns Rocky nach Hause schicken und wir werden die Strafen zu Hause machen. Dennis, ich bitte dich, nur dieses eine Mal, Bruder. Ich bitte dich. Dennis, ich sage bitte zu dir, Bruder. Bitte, sag ich bitte bei Dennis. Sag ich bitte bei Dennis, schau mich an die Schaufel. Nein. Sag ich bitte. Guck mal, Dennis sagt, nein, Dennis sagt selber, schick ihm heim. Wir machen zu Hause Strafen. Geh nach Hause. Also, ich habe jetzt gewonnen und du musst jetzt keine Strafe machen. Ich mach also, zu Hause. Gib mir hier zu nein, auf keinen Fall. Gib mir, was soll ich machen zu Hause? Sag mir, was ich machen soll, ich mache. Sag 3 Strafen, ich mache, bei Gott. Aber ich gehe jetzt nach Hause, ne? Dennis hat gesagt, schick ihm heim, du darfst nach Hause. Okay. Dennis, ich küsse dein Auge. Trink 5 Liter Toilettenwasser ab, ja? Tu deinen Kopf eine halbe Stunde in die Toilette oder rasier dir beide Augenbrauen ab.
Bruder, ich such dir was aus, Bruder. Guck mal, ganz kurz, Rocky. Warum machst du sowas? Guck mal, du weißt, ich spiele weder um Toilette, Flasche, Haare, Bart und Augenbrauen. Warum erwähnst du extra, du erwähnst extra diese drei Sachen? Jetzt, warte, ja, ganz kurz, ganz kurz. Warte, ganz kurz. Ja, du erwähnst extra die Sachen, damit die Leute von mir falsch denken. Damit die Leute von mir falsch denken, du weißt das. Ich mach alles, ich hab meinen Fernseher aus dem Fenster geschmissen. Alles aus dem Fenster geschmissen. Pass auf, aber du, warte, ganz kurz. Ich weiß jetzt, was für einer du bist. Du erwähnst extra die Sachen, die ich nicht mache, damit meine Leute draußen was für einer. Guck mal, so einer Politik. Okay, schmeiß dein Fernsehen entweder aus dem Fenster, schmeiß dein Bett aus dem Fenster. Ja, okay. Hör mir zu. Nein, bei Gott. Ich schwöre, bei Gott Krieg. Bei Gott Krieg. Hier, guck, Kleiderschrank. Nein, hör mir zu, hier, damit du das siehst. Hier, guck. Ich habe einen neuen Fernseher gekauft. Ich schwöre bei Gott. Hier, ja, guck, Kamera weg, hier. Siehst du? Hier, YouTube. Sehr gut, schmeiß aus dem Fenster. Schmeiß! Hier, lass mich die Kabel und so abmachen. Ich schwöre bei Gott, Rocky, wenn ich nächste Runde gewinne und du zu Hause auch nicht dein Fernseher oder so rausschmeißt, ich mach das, Walla Billa. Ich hab mir was ausgesucht, egal. Warte. Lass mich die Kabel abmachen. Hinten, ne? Walla Billa soll der. Ey, Rocky, ich meine, sonst willst du dein Fernseher heute auch ans Fenster schmeißen. Ach, du bist doch neu, Bruder, ja? Egal, Schätze. Muss klar. Nein, scheiß drauf. Nagelneu. Nein, egal. Nein, bitte, misch ich nicht ein. Scheiß drauf, Walla. Okay, scheiß drauf. Ich hab nur schon mal Platz. Scheiß drauf. Ja, alles deine Sache, mach. So, Scheißkabel ab. Warte. Das ist schon ernst. Nein. Scheiß drauf. Misch dich nicht ein, Bruder. Misch dich einfach nicht ein. Oder Rocky. Mit dem Fernseher aus dem Fenster. Oder mit dem Hammer kaputt hauen. Aus dem Fenster werfen. Okay. Aber nicht die Kabel, ne? Einfach den Fernseher, Digga. Ich weiß, Bruder, der ist so neu. Behindert. Egal. Was hast du dem Jungen angetan? Scheiß drauf. Ich staub schon die ganze Zeit im Regen rum. Die ganze Zeit, schau mich an. Ja. Kabel ab. So, hält aus. Halt mal Handy so fest. Ja, mach ich. Genau an das Fenster. Mach ich. Hast du? Ich schwöre bei Gott, Rocky, wenn du verlierst, du sollst auch dein Fenster, Fernseher aus dem Fenster schmeißen. Ja, mach erstmal deine Strafe, Junge, so wie ich meine Strafe. Ich bin pitschnass. Ich schwöre bei Gott. Nein. Wenn du verlierst, ich schwöre auf meine Mutter, du sollst auch den scheiß Fernseher aus dem Fenster schmeißen. Gewinn erstmal. Hör mir zu, ich hab den schon mal rausgeworfen, ich hab schon mal meinen Fernseher aus dem Fenster rausgeworfen, hab mir einen neuen gekauft. Gewinn erstmal. Alles gut. Nein, das ist der alte Fernseher, schreiben die alle. Das ist der alte. Ich schwöre auf meine Mutter, nein. Den waren wir neu. Auf mein Leben, bist du krank oder okay, was? Okay. Digga, du machst echt ernst, ne? Scheiße. Alter, du hast mehr Geld ausgegeben für Fernseher als was weiß ich was. Bruder, bitte. Ach, dir geht's nicht gut, Digga. Nein, Achi, oder? Oh, mein Herz. Ich schwöre bei Gott, Rocky, geh nach Hause. Oh, mein Herz. Ich schwöre bei Gott, Rocky, geh nach Hause. Ja. Fick niemals einen Ficker. Ja. Fick niemals einen Ficker. Du wolltest mich ballern, Junge. Du wolltest mich ballern. Ich wohne nicht bei meinem Papa und bei meiner Mama. Ich mach gar nichts kaputt, Junge.
Du wolltest mich ballern? Ja. So, du wolltest mich ballern. Okay. Sehr gut. Du wolltest mich ballern, Schia. Ja. Lässt mich mit Kinderklamotten rausgehen. Habe ich eine Strafe ausgesucht. Denkst du, ich lass mich ballern und schmeiß vor meinen Sohn? Das hat richtig wehgetan. Ja, Jacqueline. Denkst du, ich schmeiß vor meinen Sohn den Fernseher raus? Wenn du deinen neuen Fernseher rausschmeißt, okay. Wir haben natürlich gewonnen. Ich pass in Zukunft. Ich pass in Zukunft aus. Der war neu, da war keine Spiegelung, Dustin. Der war neu. Der hatte keinen Kratzer. Der hatte keinen Kratzer. Ja. Der hatte keinen Kratzer. War neu. Holländer, ja. Der war niegelnagelneu. Okay. Siehst du, Dennis, was du anrichtest? Er ist offline. Ja, der ist bestimmt abgefuckt. Ja, der ist offline. Weil er seinen Fernseher runtergeworfen hat und nicht nachdenkt. Dennis, ich bin auch schlau. Ich bin auch schlau, Dennis. Ich bin auch schlau. Ich wusste schon, wie ich meinen Arsch rette. Und am Ende habe ich ihn sogar noch seinen Fernsehen genommen. Psychologisch. Ja! Der hat den vor 3 Wochen gekauft, ja. Dennis, du hast Schier sein Leben geballert. Verstehst du? Du hast seinen Fernsehen genommen, Dennis. Was bist du für ein Mensch, Dennis? Was bist du für ein Mensch? Der hat sich vor kurzem einen neuen Fernseher gekauft. Was hast du denn angetan, den Kleinen? Er hat sein Fernsehen verloren wegen dir. Oh mein Gott. Dennis. Hundertprozentig ist der voll abgefuckt, ja. Ich hab den heute richtig geballert. Das, was ich heute auf TikTok gemacht habe, ich hab den kaputt geballert. Ja. Walla. Versuch, mich nicht zu ballern, Schier. Versuch, mich nicht zu ballern, Schier. Du hast gesehen, was du dafür verloren hast. Dein Fernsehen. Angie, damit es wehtut. Ganz einfach, damit es wehtut. Damit es ganz einfach wehtut. Und ich sage euch ganz ehrlich, das habe ich von Sir van Helsing kennengelernt. Ja, damit es einfach wehtut. Guck mal, der ist sogar offline gegangen. Was meint ihr, wie der da am Ausflippen ist? Darum geht's doch. TikTok ist auch eine sehr, sehr hohe Psychologie. Okay? Eine sehr, sehr